Der Heinz Rothenbühler hat als Geschäftsführer vom Rottis zu Steg kürzlich die Western City aufgrund von einer Gesetzesgrundlage müssen schliessen. Was in der Schweiz gilt, das wird aber zu Ungarn nicht alles angewendet. Darum hat er vor anderthalb Jahren ein Ranch zu Ungarn in ein Western City umbauen und will jetzt in Osteuropa sein Projekt realisieren. Zufall hat es wählen, dass ich in Ungarn ein Stück Land bekommen habe, mit einem Bauernhaus zu gross. Das habe ich dann umgebaut und das wird in Kürze fertig sein. Und das ist also ähnlich wie ein Western Fort, wie früher 1840 in Amerika gebaut. Ungarn ist anders als die Schweiz. So hat der Heinz Rothenbühler die Bauherren ein paar Mal kontaktiert, bis dann einmal der erste Bagger ist vorgefahren. Generell ist er aber mit der Arbeit und zufrieden gsi. Die Baubewilligung war eigentlich eine kurze Eisenbahn. Da ist 10 Minuten gegangen, da hat man gefragt, was darf man machen. Es heisst ja, mach, das ist in Ordnung, das ist tipptopp so. Hauptsache, sie hat etwas gemacht in Ungarn. Dann haben wir gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und dann hat man dann einen Plan gemacht. Und jetzt ist es so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, etwa im Monat ist es fertig. Wenn die neue Ranch zu Ungarn betriebsbereit ist, will der Heinz Rothenbühler zwischen Ungarn und im Oberwallis pendeln. Der Flug auf den nächsten möglichen Flughafen von Gölle, wo die Ranch schlussendlich steht, der ging gerade einmal anderthalb Stunden. Mit dem Auto habe er vom Oberwallis aus aber ganze 10 Stunden. Trotzdem will der Heinz Rothenbühler fleissig zwischen Steg und Ungarn pendeln. Das Projekt vom neuen Western City zu Ungarn dreht ein klares Konzept. Ich merke, dass das Survival, das wird immer wie mehr kommen. Weil in der heutigen Zeit, die heutige Jugend ist eigentlich immer so, dass sie im Moment, was mache ich, wenn ich überleben will. Die haben keine Ahnung mehr. Wir, die ältere Generation, die wissen noch wie. Aber die heutige Jugend weiss das nicht mehr. Das ist ein Eisprogramm, das ich unten mache. Dann Abenteuerferien. Dann Ferien für Familie. Und ich mache auch noch für verhaltensauffällige Jugend mache ich auch noch Wochen- oder 14-tägige Kurse. Mit dem Bau von der Western City zu Ungarn verwirklicht sich der Heinz Rothenbühler einen Traum, den er im Wallis aus verschiedensten Gründen nicht hätte realisieren können. Ein Blick auf die Homepage des Geschäftsführers zeigt aber, dass sein Zielpublikum dabei doch recht speziell ist. Ich arbeite mit meiner Tochter Java Schweier zusammen. Und der ist Pädagoge in Baden. Und dann hat man eigentlich mal diskutiert, was könnte man machen so für verhaltensauffällige Jugendliche. Und ich mache jetzt mal das erste Pilotprojekt. Und das ist im August, irgendeine Woche, im Juli, wollte ich sagen. Im Juli, bei der Sommerferien, probieren wir mal für eine Woche lang 6 Personen zu bekommen, für so ein Camp durchzuführen. Aber Western City zu Gölle, die ist ein Abenteuer, was sich stark vom Alltag unterscheidet. Das Ende von einem Camp, das ist meistens recht offen. Wer aber etwas dabei lernen und richtig Einstellung mitbringen, der geht nachher zufrieden heim, sagt der Heinz Rothenbühler. Getreu im Motto «Leben wie im Jahr 1860» gibt es für die Teilnehmer euch ein striktes Handyverbot. Wenn du so etwas vermittelst, wie ich dort unten, will ich, dass kein Handy rum ist, auch kein Facebook. Das ist einmal das Erste, dass sie lernen. Was passiert, wenn ich ohne Kommunikation bin? Was mache ich? Und das ist mal für mich sehr wichtig, weil du lebst schon nach wie 1850, 1860 dort unten und ich glaube nicht, dass sie dazu mal Handys hatten. Neben verhaltensauffälligen Jugendlichen bietet der Heinz Rothenbühler sein Camp auf der Homepage euch Väter an, die mit ihren Seenkonflikten haben und Survival Camps für ganze Familien stand euch im Angebot. Du fassest den Sattel, du fassest ein Pferd. Dann lernst du in 3 Tagen, du hast echt die Grundkenntnis lernen vom Überleben. Und wenn du eine Woche unten bist, nach 3 Tagen gehst du raus in die Prärie. Also du gehst voll packig raus und dort lernst du nachher, was kann ich essen für Wildpflanzen, wie mache ich Feuer ohne Zündhölzchen, wie kann ich überleben, ohne dass sie fremde Hilfe haben.
Western-Style mitstreinen am slawischen Land. Was in Amerika voll im Trend ist, probiert der Heinz Rothenbühler, der selber mit Russisch aufgewachsen, jetzt euch zu Europa zu etablieren. Weil man verschiedenste Überlebenscamps anhand von Fernsehsendungen dort aufziehen, ist der Heinz Rothenbühler überzeugt von einer grossen Nachfrage. Mit dem Rottis setzt er den Steg als einer von wenigsten in der Schweiz auf Western-Style. Ist das aber euch zu Ungarn gefragt? Das wird immer wie mehr gefragt. Man kann es im Fernsehen jetzt auch schauen, in den Sender. Kommen die Serien Überleben, Survival zu zweit und. Das kommt immer wie mehr. Das ist jetzt also etwas, das erst kommt und nicht schon da ist. Die Western City zu Göllen soll in einem Monat fertig sein. Ob alle Angebote auf die erwarteten, breiten Nachfrage stossen, das zeigt sich vermutlich den ersten Verlauf vom bevorstehenden Sommer.